Also jetzt bin ich doch gut und gerne 40 Jahre Spiegelabonnent. Und da gibt es doch im Spiegel immer diese Bestsellerliste, Belletristik und Sachbuch. Glauben Sie oder nicht, ich habe es in die Spiegel-Bestsellerliste mit meinem Buch geschafft. Allerdings nur in der Kategorie Natur und Garten, also nicht in die Printausgabe. Meine Damen und Herren, ich will in die Printausgabe, ich will mal meinen Namen da unten sehen. Also wenn Sie bis jetzt noch nicht überzeugt sind, ich lese Ihnen noch einen kleinen Absatz aus meinem Buch vor. Vielleicht überzeugt Sie das ja. Mit wie viel Humor die ganze Geschichte hier gemacht ist. Passen Sie mal auf. Da lacht die Wühlmaus und der Gärtner flucht. Auch Sie werden es noch erleben. Schädlinge können jedem Selbstversorger die Ernte und obendrauf ordentlich die Laune verderben. Ich will daher lieber jetzt schon über dieses unangenehme Thema sprechen, denn sind Sie gewappnet? Nicht nur mental, sondern auch mit ein paar handfesten Methoden, die sich zumindest in meinem Garten bewährt haben. Also, die Messer gewetzt und dann auf in den Kampf. Nein, ganz so wild wird die Sache nun auch wieder nicht. Wir sind schließlich naturverbundene Selbstversorger und keine Kammerjäger. Aber eines muss ich Ihnen auch gleich sagen, mit Vernunft und gutem Zureden werden Sie im Umgang mit Schädlingen nicht weiterkommen. Das ist zwecklos. Der Mensch zieht oft den Kürzeren. Sie können sich in Ihrem Garten ausgestreckt auf den Boden legen und besänftigende Worte in die Wühlmausgänge säuseln. Das wird Familie Maus im Souterrain nicht davon abhalten, weiterhin genüsslich Ihre Möhren zu verputzen. Auch wenn Sie den Blattläusen auf Ihren Bärensträuchern jeden Abend ein spannendes Kapitel aus Büchern von Wolf-Dieter Stoll vorlesen, werden Sie die Tierchen nicht davon überzeugen können, doch bitte in den benachbarten Wald umzuziehen. Keine Chance. Und auch die Nacktschnecken werden sich weiter unbeeindruckt über ihre jungen Salatpflänzchen hermachen. Egal, ob sie den Biestern mit geballter Faust eine Tracht Prügel oder eine Schadenersatzklage androhen. Sie können argumentieren, lamentieren, schimpfen, so viel sie wollen. Sie werden so keinen Erfolg haben. Denn all diese Lebewesen und noch unzählige mehr sind perfekt an die Natur angepasst, als der Mensch es jemals sein wird. Schließlich existieren sie ja schon wesentlich länger auf diesem Planeten als wir. Und sie alle haben nur eines im Sinn, uns Gärtnern, wenn auch unbeabsichtigt, das Leben schwer zu machen. Manchmal scheint es mir sogar, die Wühlmäuse würden mich aus ihren Löchern heraus geradezu auslachen, wenn ich mal wieder einen abgefressenen Kohlrabi oder einen entwurzelten Apfelbaum aus der Erde ziehe und mich frage, warum ich das alles mache. Und zwinkert mir dann doch noch hämisch ein halbes Dutzend Schnecken zu, das sich am Abend auf einem erntereifen Salatkopf zum Dinner verabredet hat, könnte ich denen so richtig eins, Sie wissen schon. Verabschieden Sie sich also von der Vorstellung, Gemüseanbau wäre eine einfache Sache. Man kann Glück haben, aber weit öfter zieht man als Mensch den Kürzeren. Puh, jetzt hat der Autor aber ganz schön schlechte Laune, mögen Sie denken. Ist auch so, denn eine weitere Erkenntnis aus all meinen Gartenjahren ist, dass die Natur für jedes auch nur erdenkliche Gemüse, das ich wohlgemerkt am liebsten selbst verspeisen möchte, mindestens einen Fressfeind parat hält. Wie aber mit all dieser ungeliebten Konkurrenz im Garten umgehen? Nun, es gibt da verschiedene Herangehensweisen. Wie es weitergeht? Buch besorgen. Ich will in die Spiegel-Printausgabe. Also los. Bis dann.